zusammen. Wir melden uns natürlich wieder woher? Aus Calgary. Yeah. Immer noch. Wir haben jetzt 3,5 Wochen hier verbracht mit Arbeiten, Schlafen, Essen, zum Supermarkt gehen, wieder essen und schlafen. Zwischendurch waren wir auch mit unseren Neighbors, mit George und Fran, die ihr auch schon gesehen habt, unterwegs. Dann waren ja die Jungs für eine Woche da, was auch super viel Spaß gemacht hat und die wir ganz arg vermissen. Was ist denn unser Resümee vom Arbeiten? Arbeit so an sich macht relativ Spaß. Ja, ich habe, glaube ich, noch gar nicht erzählt, was wir machen. Und zwar sind wir ja in einer Halle, in der Eier geliefert werden, die wir dann waschen, säubern, aussortieren, wieder verpacken. Ja, und das geht so zwischen 4 bis 5 Stunden. Und danach geht es dann nochmal zur Farm. Da waschen und sortieren wir dann wieder die Eier. Was aber wirklich anstrengender ist, als es sich anhört, da man immer mit den Maschinen mithalten muss und das wirklich so Akkordarbeit ist. Ja. Also es ist nicht so Rumgelümmel, wie man sich denkt, wenn man das erzählt. Ja, die erste wirklich. Die erste Woche hatten wir auch ziemlich Rückenschmerzen und so. Ja. Das war, da vor allem Nackenschmerzen. Alle Schmerzen gehabt, die man irgendwie haben kann. Was kann man über Calgary sagen? Für eine Durchfahrt ganz gut, würde ich sagen. Ja, schon schön hier eigentlich. Ja. Zurzeit ist Wildblumenzeit. Das heißt, hier kommen überall die Wildblumen in Gelb, Weiß, Blau, Pink, Lila. Du hast Blaue gesehen? Ja. Oh, nicht. Ja, du, also Barbara läuft auch jeden Tag ganz, ganz viel. Und ich bin ja eher so der Couch-Potato. Ich sitze unser Apartment-Geld richtig ab, würde ich sagen. Damit es sich auch lohnt. Ja, weil wir bezahlen ja fürs Apartment 130 die Woche pro Person. Jeder. Ja, genau. So, ja, jetzt ist unsere Managerin eine Woche nicht da gewesen. Das war die schönste Arbeitswoche, die wir je hatten. Unsere Kollegen sind total super. Ja, ansonsten hat sich Calgary gelohnt. Ein bisschen Geld haben wir gespart. Bisschen was, ja. Also Nationalpark haben wir gesehen. Genau, Nationalpark haben wir gesehen. Eine super Woche mit den Jungs gehabt. Ja. Also, mit den Nachbarn kennengelernt. Stimmt, ja. Einem allen hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Die Erfahrung war es so oder so wert. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja. Ja.